Willkommen und willkommen zurück hier im Schlachthaus bei Beyond the Good and Evil auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir uns durch den ganzen Quatsch da gerätselt. Wo haben wir es denn? Durch den gesamten unteren Bereich und irgendwie kamen wir da nicht weiter. Jetzt haben wir aber einen weiteren Zugang freigeschaltet, der uns zu mysteriösen Ausrufezeichen führt. Wir sollen hier irgendwas fotografieren. Vielleicht ist es ja da. Gucken wir mal. Zentralhalle. Ich bin da was am Hören. Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, ich gebe Ihnen Rückendeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Alarm! Alarm! Oh ja. Wir werden angegriffen. Einer weniger. Warte auf Befehle, Miss Jade. Angriff. Okay. Naja. Ich hätte eigentlich aus der vorigen Folge lernen sollen, schleichen ist ja die Devise. Und nichts anderes. Nichts hast du gesehen. Eindringling! Nein. Nichts ist hier passiert. Hilfe! Wir werden angegriffen. Der ist weg. Hallo? Okay. Und nochmal. Okay. Ach, futsch. Gute Arbeit. So. Was soll ich genau fotografieren? Ah, das. An Iris schicken. Drei Fotos. Krieg ich bessere Aufnahmen? Nein. Krass. Da stehen noch mehr davon. Okay, wir haben erstmal das gemacht. Was jetzt? Na, konntest du die Haupthalle finden? Ja. Positiv. Es gibt drei perfekte Beobachtungspunkte. Wir müssen einen Weg zu den anderen beiden finden. Brauchst du Energie? Danke, Miss Jade. Nutzt du später, ne? Verstehe. Okay, wir finden den Rest. Wir müssen zurück nach unten und können da anlanden, wie es aussieht. Okay. Ich habe verstanden. Ich verstehe immer alles. Außer die Steuerung. Gut. Ein Foto, ein Safe. Hier entlang, Miss Jade. Bin gleich da. Da hoch. Miss Jade kommt. So. Gucken wir uns mal um. Oh, Geld. Dem Kasten gehen wir erstmal aus dem Weg. Ich möchte nämlich nicht unbedingt wegturbidiert, wisst schon, wegturbidiert werden. Na, passt schon. Torpedo-Torschmedo, sage ich immer. Eventuell müsste ich da durch, schätze ich. Gibt es hier außen noch was Schönes? Okay, dann brauche ich eventuell wirklich Torpedos.
Also dann, bring mal ran. Hey. Er zieht ab. Na komm. Alarm, Alarm, Alarm. Danke. Bams. MD hier vorne bitte. Direkt vor mir wendet. Ich kann es halt auch so versuchen, ne? Das macht es natürlich nur spannender für euch. Aber nicht für mich, weil dann die Steuerung. Ah! Geschafft. Ich glaube, was ich sagen wollte. Wir haben es geschafft. Okay, ah, guck mal. Wir können uns wieder mal identifizieren, damit jeder weiß, wer hier war. Konto-Identifizierung. Machen wir auch gleich. Okay, ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Ein cool. Starkurs stellt ein Herz der Lebens. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensin. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeug. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Okay. Eine Büchse Kababs. Angriff auf den Bezirk. Flüssigkeiten ableiten? Was ist hier los? Könntest du mal. Super gemacht. Du kannst solche Sachen durchlaufen, ne? Kannst du vielleicht auch alle Schalter betätigen und, geh mal weg. Ja, ich weiß, du stickst gerade, aber ich habe auch Sorgen. Okay, muss ich eben außen rumgehen. Du machst dann aber auch Probleme. Kann ich Ihnen helfen? Was war das denn bitte? Ich wollte bloß speichern, danke. Okay. So. Ich kann darauf. Kann ich nämlich vielleicht. Ich erkunde den Sektor dort drüben. Wir okay. Gehen parallel zueinander vor. Vorsicht. Gut, ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber es ist ein Weg. Knopf. Eindringling! Ein Problem. Kamera, sei auf meiner Seite. Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Du säuberst ja bitte mal gar nichts. Wir drücken zuerst den Knopf hier. Hup. Ich sehe das Problem. Es brennt sich gerade meine Augen. Oh cool. Ich konnte gerade ein bisschen durch die Grafik gucken. Schleiche, 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 schleiche. Da drüben ist was. Ich gehe. Ja, ja, geh du mal. Richtig, es war nur eine Katze. Nichts. Ganz genau.
Wieder mal hast du dich geirrt und umsonst Alarm geschlagen. Irgendwann glaubt dir niemand mehr. Ach, shit. Ja, ich mach das schon. Ich habe meinen Fernöffner. Gib mir das bitte alles. Das kann ich gebrauchen. Da oben haben wir einen Todmacher. Passen besser auf, dass er nett zu uns ist. Hier kann und muss ich wahrscheinlich runter, ne? Ja, da vorne ist es zu gefährlich. Wieder weg. Ja, wohin schaut er denn? Guck mal nicht zu mir, mein Freund. Wirklich auf diesen Zylonen, ne? Schleiche. Muss seine Route verfolgen. Ich kann nicht direkt darauf losstürzen. Geht er hier vorne um das Ding rum oder schlendert er da vorne rum? Okay. Damit kann ich arbeiten tun. Da drüben ist was. Alarm! Nein. Alarm! Ach Mist. Totgeschossen. Na gut, man macht's ja gern. Ist nichts. Ich weiß, ihr wollt die Beförderung, aber nein. Wird doch nichts werden. Sagen, fehlte einer? Nein, die standen da beisammen. Das war eben die Falle, in der ich getappt bin. Er dreht sich genau in den Zeitpunkt, um wenn der andere nicht hinguckt. Mist. Alarm! Alarm! Das war's. Hilfe! Na gut.
wollte gerade eine Scheibe an den Rücken schmeißen, in der Hoffnung, dass die anderen mich nicht so weit suchen. Aber ich denke mal, das ist zu gefährlich. Wenn ich Alarm auslöse, ist das kleine schießwütige Gerät da oben gleich gegen mich. Wie handle ich das jetzt hier? Kenner des Spiels werden es natürlich wissen und sich fragen, hey, wo kommt der Typ da jetzt drauf? Auf das, was gemacht werden muss. Hilfe. Alleine komme ich gegen dich niemals an. Vor allem nicht, weil da oben kein Verzeihgerät ist. Halt, wie dreht er sich? Dreht er sich jetzt in den Gang? Nein, dreht sich vom Gang weg, das wollte ich wissen. Ich habe es nicht, nicht vor, nochmal zu machen. Also dreht sich nie nach hinten, ja? Okay. Da ist irgendwas zum Auslösen, hier was zum Gegenhauen. Dankeschön. Da ist ein Teleporter. Ist mein Freund Geld, der ist beweglich. Kein Plan warum, aber ich nehme ihn halt mal mit, ne? Das geht auch. Okay, dann war also sinnvoll, was ich getan habe. Das mag ich am meisten. Abwärts. Oh, kann ich dich auch ziehen? Weil... Ich dachte mir, ich mag mich gar nicht umbringen. Aber ich stand schon an der Wand, ne? Dafür so gedacht, ich soll nur zurückkommen damit. Vielleicht erlebe ich es doch. Gucken wir mal. Ups. Okay. Musst du gar nicht. Das haben wir gemacht. Ich guck nochmal darauf. In der Hoffnung, dass ich hier nicht in eine Falle laufe. Das ist die Perle. Gelegentlich mal umschauen, nicht dass ich irgendwelche Tierchen verpasse, die ich vielleicht noch fotografieren könnte. Man weiß ja nicht, was hier für Ungeziefer rumkreucht. Da. Da würde ich gerne hin. Vielleicht ist das mein Weg. Vielleicht muss ich auch mehr aufpassen. Ich weiß, woher sie kommen. Ich gehe. Falscher Alarm. Ganz genau. Und das war dein Fehler. Eindringling! Eindringling! Eindringling was? Ah, der Dringling ist weg. Erbitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Ich habe nur noch eins davon. Zone gesäubert. Naja. Sollte nicht so gierig sein. Ich bin halt so. Falscher Alarm! Ganz genau. Drehe er sich weg. Hey. Wir werden angegriffen. Alarm! Da ist noch einer. Upsi. Kein Problem, damit kann ich umgehen. Damit kann ich umgehen. Bestätigt. Langsam aber stetig. Zone gesäubert. Ganz genau.
Hast du fein gemacht. Alles nach Vorschrift. Ich habe nur zwei gesehen am Anfang. Der dritte überrascht mich. Genau. Wo bist denn du? Ja, gute Frage. Wo ist der denn? Das Ding ist hinter einem Craftfeld, wie es aussieht. Oder Glas, oder wie auch immer ihr es bezeichnen würdet. Da ist die Perle, die ich möchte. Nur wo ist der Typ? Der wird sich wohl kaum selbst gesprengt haben. Tja. Und dann? Gib mir mal das. Und das. Und das. Wir haben 10 Perlen. Und wir haben eine gute Aussicht. Und das Hovercraft. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, aber ich speichere trotzdem mal hier. Du bist wahrscheinlich hier vorne, ne? So geht das. Ich bin unter Beschuss. Nein. Eindringling. Eindringling. Oh. Er ist hartnäckig. Aber ich weiß, wo du bist, mein Freund. Erlaubnis, Zone zu säubern. Geurteilt. Bestätigt. Leute, sowas gehört zum Spiel, ne? Also nicht meckern. Zone gesäubert. Was ist denn Ende? Wahrscheinlich hätte man die ganzen umgewandelten Typen am Ende retten können, nur sowas, aber. Wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nichts, ne? Also reines Gewissen und so. Hm. Ein Bildschirm. Hier kann ich abschalten. Und hier kann ich eine Sicherung reinlegen und hier kann ich einen Knopf drücken. So viele Möglichkeiten. Achso. Was ist denn da? Achso. Die Hundeklappe. Ich weiß nicht, was er ist, aber ich ducke mich mal besser. Oh. Wo ist eigentlich Double H? Wollte er eigentlich irgendwie parallel zu mir herumlaufen und so, hat er gesagt? Bin ich da schnell genug? Nein, auf keinen Fall. Ich möchte Double Edge dabei haben, bevor ich was mache. Naja. Schönes Foto. Rüberspringen kann ich ihn nicht, denke ich. Raufstellen sollte mich da auch nicht, weil... Okay, raufstellen. Ich kann mich da mal ranhängen vielleicht. So, Kram. Schwing dein Ding. Oh. Dankeschön. Als ihr brav gewartet, habt ihr gesehen? Aus. Gut, ich komme zurück.
Hier ist Wasser. Unangenehmer so viel Stromkreisen. Ich bin drin. Yes. Vögel fotografieren. Nicht mit mir. Perfekto, ich nehm's auf. Gut. Ein Herz mehr. Gönn ich mir mal. Ja, zurück muss ich trotzdem noch irgendwie. Mal die Kamera weg. Ich weiß, es ist dein Leben. Du verdienst deine Brötchen damit. Da warst du wieder. Okay. So, das scheint unser Weg zu sein. Und wir werden diesen Weg gehen. Na gut. Also, kannst du schon was erkennen? Negativ, nichts Belastendes. Wir müssen einen Eingang in die Zentralhalle finden. Leute, habt's gehört. Nächste Folge geht's in die Zentralhalle. Ich danke euch fürs Zusehen und ich freue mich schon darauf, wie es weitergeht. Das Spiel macht einfach sowas von Spaß. Ich warte, dass viele Leute nicht mehr dieses Spiel zu kennen scheinen, beziehungsweise viele haben es vergessen. Und das Schlimmste, was einem Spiel passieren kann, ist vergessen. Und das heißt, vergesst nicht, dieses Mal einzuschalten, ne? Danke fürs Zusehen, euer Nussknacker. Ciao, ciao.